Hi Leute und willkommen zurück zu Harvest Teller. Wir machen weiter mit der Erkundung der Astral Helix Forschungsanlage. Ich habe jetzt nochmal die Waffen von den Leuten geupgradet. Das heißt, jeder hat ja zumindest nochmal eine Stufe besser an die Waffe. Das heißt, wir kommen jetzt vielleicht noch ein bisschen leichter durch. Okay, Sammelspots. Wir brauchen Fallenflüssigkeit. Das Spiel sagt nein. Loot nehmen wir natürlich auch. Thanks. You're a lifesaver. Okay. Dann machen wir weiter. Okay, ich habe gedacht, mit dem Waffen-Upgrade läuft's besser, aber Der Roboter-Typ ist immer noch komplett nervig. So, wir müssen irgendwie nach unten zu den anderen zwei Kisten. Ne? Ja. Das ist nicht der Weg. Also, warte, sieht man die Kisten hier? Wir haben auf der anderen Ebene ja zwei Kisten gesehen, wo wir nicht rankamen. Ich hatte gehofft, dass hier jetzt irgendwie ein Weg wieder runter ist, der da hingeht. Aber anscheinend nicht. Scheiße. Lass später nochmal gucken, wie man da hinkommt. Okay. Thank you. Okay.
1800, 1500. Das würde ich halt gerne haben. Dann halt hier unten natürlich. Apfelsaft, Apfelsaft nehme ich. Okay, komm, geh rein. Vielleicht werden wir geheilt. No. Ich hatte gehofft, das Ding heilt einen. Okay. Was ist dieser Food-Debuff, ne? Der ist so schlimm. Da einfach, du kriegst nur noch die Hälfte von dem, was der Food heilt, wenn man diese komischen Debuff hat, ey. Hier durch geht's nicht, da vorne irgendwie. Nee, hä? Also ich kann nicht rüber hüpfen. Moment. Wie soll man denn? Hä? Hier irgendwo. Ich muss da die Tür aufmachen, komme aber nicht hin. Hier was kaputt schlagen. Das ist sehr komisch. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Okay. Okay, nächste Ebene geschafft. Lift unlocked. Nice. Ja. Königin des Ruhms. Level 2 und. Glaub auch. 62. Ich glaube, ich muss AFK wieder leveln gehen oder so. Also einfach so einen Autoklicker anmachen, mich irgendwo hinstellen und dann die NPCs kämpfen lassen, ein paar Stunden. Okay, next story time, mal gucken.
diese Aufzeichnung zeigt, was passiert ist, nachdem ich verschwunden war. Ja, dann let's go. Sprachaufnahme. Forschungsobjekt Kind 1 ist noch nicht wieder bei Bewusstsein. Gehirnströme wirken normal. Also, warum wacht das Objekt nicht auf? Wir nehmen an, dass das Objekt das Bewusstsein verlor. Die Körperfunktionen sind nicht beeinträchtigt. Ich glaube nicht an Unsinn wie die 21-Gramm-Theorie, aber das Bewusstsein erfordert bestimmte Bedingungen. Selbst durch moderne Medizin konnten wir bisher nicht feststellen, wie sich das Selbstempfinden entwickelt hat. Laut Evolutionspsychologe James entstand das Selbstgefühl beim Menschen zum Ausgleich körperlicher Schwäche. Körperlich sind wir Affen unterlegen, aber durch Entwicklung des Ichs konnten wir unsere Erfahrungen weitergeben. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Ja, danke, dass du es dann sagst und es keine Rolle spielt. Ich halte das nicht mehr aus. Wird die Welt je wieder ihre Stimme hören? Oder von ihrem großartigen Geist berührt werden? Wenn sie nur weiter als Werkzeug dient, um die Rote Königin zu verstehen? Das ist das Ende. Das klang nicht gerade nach einer großen Aufführung. Aufruhr. Diese Stimme war. Weißt du, wer das war? Mami? Aria ist nur ein Forschungsprojekt, ist kein richtiger Mensch. Ich glaube, sind wir, glaube ich, auch nicht. Let's get this over with. That was a good workout. Güte. Also man bekommt halt drauf Schaden auf dem Boden. Aha, so kommt man hierher. Lol. That thing is terrifying. Curiosity will be the death of us. Ich bin doch nicht müde, Spiel. Kommst du auf sowas? Ja. The battle begins. Is everyone all right? Nein. You're a lifesaver. Gönn Sandwich. Dann halt nicht, wenn die Skills zu lange brauchen.
Mit einem Cooldown. Dann nicht. Okay, eine Keycard brauchen wir hier. Fallenflüssigkeit, sehr schön. Okay, das Boden. So. Was passiert jetzt? Ganz zusammen wohnen. Aufheben. Mal verarschen. Jetzt liegt irgendwas weiter unten? Level up. Stelle. Auf der anderen Ebene lag aber auch nichts. Hm. Okay, jetzt bin ich hier. Das ist ein cooler Spot auf jeden Fall. Okay, ja, dann bin ich hier. That thing is terrifying. Curiosity will be the death of us. Hör das mit. Thanks. You're a lifesaver. Thanks. You're a lifesaver. Kann ich nicht. Yes. Das haben wir doch gesucht. Es kann halt sein, dass wir hier wieder irgendwo runterfallen müssen. The battle begins. Ha!
workout. So, okay. Das möchte ich gerne beantworten. Solltest du nicht tot sein? Geist, bist du aus der Hölle zurückgekrochen? Ich weiß, was ihr denkt, auch wenn ich wünschte, ihr würdet eure abgedroschenen Beleidigungen unterlassen.
Ich bin nicht derselbe Geist, der euch bedroht hat. Meine Persönlichkeit ist eine völlig andere. Was soll das denn heißen? Genau das, was ich gesagt habe. Analogien sind leider nicht unsere Stärke. Jedenfalls muss ich mich entschuldigen für das, was mein früheres Ich euch angetan hat. Es tut mir leid. Klingt tatsächlich völlig anders. Nein, er hat die gleiche Stimme, er hat das gleiche Aussehen. Bringen wir ihn um. Noch haben wir Zeit. Aber das könnte eine Falle sein. Es ist keine. Er hat eine andere Persönlichkeit als der Geist, der die Welt zerstören wollte. Und? Menschen, brauchen wir einen Grund, was umzubringen? Nein. Wie kann er denn eine andere Persönlichkeit haben? Was meinst du damit? Ich werde es unterwegs erklären. Also Aria, ich würde deine Frage ja beantworten, aber es ist besser, wenn du es selbst siehst. Wenn ihr wissen wollt, was hier passiert ist und wohin die Menschheit danach ging, solltet ihr euch an den Ort begeben, an dem alles begann. Meinst du das oberste Geschoss dieses Turms? Wo ein Bosskampf auf uns wartet, vielleicht? Ja, wir haben keine Zeit für Unentschlossenheit. Gehen wir. Mann. Thanks. You're a lifesaver. Was haben wir? Die kann ich alle... Kann ich 4 oder 5 Stück von nehmen, je nachdem, wie lange der Kampf. Das sind immer 300, 350, ne? Ja. Also wir haben ja von den weißen Omen gehört, dass er anders war, nachdem er das alles gesehen hat. Thing is terrifying. Curiosity will be the death of us. Mädchen hat die rote Königin kontaktiert, doch ihre Untersuchungen bleiben ergebnislos.
ist mit Mädchen die gemeint, die wir jetzt ein paar Mal gesehen haben. Sie hat jedoch gelernt, dass das Bewusstsein etwas überaus Besonderes ist. Die Aktivität des Geistes zu erklären, ist nur schwer möglich, ohne die Existenz einer Seele vorauszusetzen. Mädchen schläft weiter, als hätte sie nur ihre Seele verloren, als wäre dies eine neue Lebensform. Thanks. You're a lifesaver. Wie? Wie kommt man darauf, das so zu bauen? Ich kann halt gleich wieder rausporten und mir Milch kaufen gehen. Natürlich. Thanks. Was ist das? Ja, muss gar nicht versuchen, hier hochzukommen. Bitte keine einbrechenden Böden mehr. Danke. Und warum kann er nicht einfach den Fahrstuhl anmachen? Wenn wir ganz oben fahren können. We better stay away from that enemy. So. So. Da lang. Mädchen scheint als Kind eins bekannt geworden zu sein. Man könnte annehmen, dass dies das präevolutionäre Jugendstadium widerspiegelt. Der Name amüsiert die romantischen Akademiker, die sich absurderweise eine positive Einstellung bewahren wollen. Da nur sie mit der Astralzelle in Kontakt steht, wird sie behandelt und zu einer Testperson. Würde Frieden auf der Welt herrschen, gelte dies mit Sicherheit als Verstoß gegen die Menschenrechte. Ich verstehe die Machtlosigkeit unserer Zivilisation, nur dass die Welt am Rande der Zerstörung steht. Okay. Nee. Ich kann mir jetzt nicht leisten, nochmal von geht nicht auf. Oh, ich hab's gewusst. Okay. Ja, dann machen wir hier weiter im nächsten Part. Ciao, Leute.